So, mit geschlossenem Fenster geht's schon weiter auf der Leiter. Ganz kurz gucken, ob überhaupt hier alles noch so stimmt, wie es sein soll. Müsste passen. Okay. Gut. Halt. Hätte ich gleich auflassen können. Das da brauchen wir gerade. Und keine Angst, ich werde auch mit den anderen Map-Packs ganz normal weitermachen. Aber dieses Map-Pack hier, dieses Hunte, muss ich halt einfach einfügen, weil es ist einfach so unglaublich geil. Und ich wackel schon wieder viel zu viel mit dem Kopf. Ihr hört wahrscheinlich nur noch Rauschen und mein Hemd. Ist mir aber gerade sowas von Schnitzpupp egal. Und wo ist mein Freund? Ich habe doch gerade jemanden gerettet. Wo ist denn der? Kommt der noch? Hallo. Ja, hier ist geblockt. Warum auch immer. Hat er damit angehalten? Was habe ich denn gedownloadet? Weiß ich gar nicht mehr. Ha. Ach so, ja. Ich gucke gerade ein Anime und zwar Ruby. Und da habe ich mir jetzt die ganzen Behind-the-Scenes-Folgen von YouTube runtergezogen. Ich frag mich immer noch, wo mein Begleiter ist. Und Mann, ist diese Kacke da laut. Wow. Und ja, wie ihr hier schon seht, manche Sachen von der Map wird auch schwerer. Oh, guckt euch das an. Und ja, doch, mir ist eingefallen, die Map hier hatte ich auch schon gespielt. Also ich habe die ersten vier Maps schon durchprobiert gehabt. Digga, das geht aber eben vom Sound her schon auf gerade noch den Sack. Wenigstens ist das ein Beweis, dass ich meine Kopfhörer richtig rum aufhabe. Als ich diese Welt nämlich zum ersten Mal gespielt hatte, da war ich ganz verwundert, weil ich den Sound auf der Seite gehört habe. Bis ich den realisiert habe, ja, ich sollte mal meine Kopfhörer andersrum aufsetzen. Vielleicht gehört das L doch nach links und das R nach rechts. Oh, jetzt Ruhe. Also, nicht Ruhe. Es ist definitiv keine Ruhe, aber keine Menschen sind da. Wow. Ist mein Begleiter echt gestorben oder wurde er wieder nicht übernommen? Boah, Alter, diese Gülle kommt direkt aus meiner Toilette. Durchfall. So. Hä? Ich wollte eigentlich gerade nachladen und nicht die Waffe wechseln. Was ist mit meiner Mauswaffe los? Geht doch. Wow. Tja, und ich hoffe echt, ich habe noch keine Videos hochgeladen. Von dem, ich nehme gerade komplett am Stück auf. Ich hoffe echt, dass diese ganzen Maps auf YouTube überhaupt irgendwie sichtbar sind, weil ja YouTube gerne mal an der Qualität rumdreht und gerade die ganzen dunklen Bereiche dann gerne mal untergehen. Einmal schießen und die Welt ist schöner. Getroffen? Wow, nee, nicht getroffen. Ich wollte gerade sagen, ich hatte nämlich gar nicht wirklich im Visier. Hab er daneben geschossen. Wo ist denn der jetzt? Fuck, das war zu weit oben.
Mal kurz so, so sehe ich ihn besser. Oder nicht runterfallen. Geht doch. Gott, habe ich gerade viel Munition verschwendet. Ach, es ist einfach so geil, endlich mal wieder Maps zu haben, wo man sich wirklich umschauen kann, weil die Map einfach würdig ist. Ja, mit dem Ding habe ich gestruggelt, weil ich nicht wusste, dass man da reinschwimmen und dann hochschwimmen musste. Ich dachte, diese Wand da hinten ist eine Tür, die man aufmachen kann. Naja. Und hier wieder etwas, was keinen Nutzen hat, aber einfach geil aussieht. Zumindest hoffe ich, dass da kein Nutzen hinter ist. Weil ich habe ihn noch nicht gefunden. Gut, zuallererst gehen wir aber hier rein. Tada! Ist das nicht geil? Ja, das heben wir uns mal auf. So. Hier waren wir überall. Wobei ich schon sagen muss, die Taschenlampe geht schon an sich. Aber ich finde halt die moderne wesentlich besser, weil die halt reeller ist und man nicht diese komischen Effekte hat. Weil ihr seht ja jetzt ich hier was und wenn ich da hinten gehe, sehe ich hier bei mir jetzt gar nichts mehr. Jetzt bei mir schwarz. Und das ist natürlich alles andere als realistisch. Aber gut. Es geht. Und hier. Tada! Wobei ich schon sagen muss, wir haben hier keinen Fehler gemacht, weil wir hier, da wo die Lampe ist, ist es hier am dunkelsten. Ich meine, das Licht kommt wahrscheinlich von den Dingern, aber trotzdem sieht das hier ein bisschen komisch aus. Aber gut, wollen wir uns mal nicht drüber beklagen. Und das hier ist awesome. Richtig dunkel gehalten. Und gerade um diese roten Augen zu erkennen, ist es halt wichtig, die dynamischen Lichter anzuhaben. Es sieht so scheiße geil aus. Und das hier. Ist ein von den Maps oder den Bereichen, die ich am meisten feiere. Na komm, einer noch. Geht doch. So, den habe ich. Jetzt ist hier noch einer. Tada! Ach hier, diese Lichter hier übrigens. Alles komplett beleuchtet. Kann sich also auch im Dunkeln sehr gut orientieren. Und das finde ich auch geil, früher war es ja so, dass ein Raum, ich sag jetzt mal, nutzlos war und bei dem anderen Raum war hier ein Schalter und jetzt, wie ihr seht, ist hier beides unten und jeder Raum bedient ein Kran. Und damit haben beide Räume auch endlich eine Bedeutung. Und die Kräne sehen gleichzeitig noch geil aus. Ja, die Kräne wirken halt wesentlich authentischer, als wenn er einfach nur so einen Block hochfährt.
Ich meine jetzt nicht gegen die alten Maps, ich feiere die alten Maps trotzdem. Vor allem früher war halt das mit den Krähen einfach nicht möglich. Weil ich weiß nicht, ob sie das hier als 3D-Floor oder als Pulli-Objekt implementiert haben. Aber Fakt ist, beide Varianten waren mit der Vanilla-Mod nicht möglich. Und dementsprechend ging sowas früher einfach gar nicht. Aber jetzt, aber jetzt, wo es die Engine halt kann, warum nicht, ne? So, haben wir eigentlich soweit alles, oder? Ja. Genau, da drinnen waren wir. Wir waren hinten war drinnen. Hier vorne war was drin. Ja, haben wir alles. Oh, und wir haben sowohl bei Leben als auch bei Rüstung über 200. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und jetzt kommen wir zu der ersten Map, ab der ich blind spiele. Also blind jetzt mehr oder weniger, weil ich kenne die Maps von Original. Aber ich habe schon wieder nicht gespeichert. Ach, das wird wieder ein böses Ende nehmen irgendwann. Aber ab Level 5 spiele ich dieses Map Pack jetzt blind. Heißt also, ich werde mich sehr viel umsehen und sehr viel Freude dabei haben. Von daher, ciao mit V.